Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge hier von Production Line auf Microhauser TV. Ich bin der Eiswagen und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück auf unserem Kanal. Und ja, wie ihr sehen könnt, sehen wir nichts. Also, wie ihr sehen könnt, sehen wir nichts, ist auch gut, ne? 1054 haben wir hier. Hier haben wir auch 1054. Also, ebenfalls, das sind jeweils 5,5 Minuten. Ja, doch, 3 sind schon ratsam. So, gut. Hatte mal geguckt, ob das überhaupt lohnt mit 3 Trocknungen da, aber. So, ich wollte jetzt die Versorgungslager, die 4 Stück, die wir in der Mitte haben, nochmal, das heißt nochmal, erstmal überhaupt einstellen. Ein wenig, dass die auch ein bisschen konfiguriert werden. Dann muss man natürlich gucken, die Systeme hier, die Importer sind aufgeteilt. Das sind jeweils 3 Importer sind drin, die jeweils ein Stück der Fabrik hier, ja, machen. Zum Beispiel wird die Lackierung von dem Importer gemacht, die Grundierung und die Finallackierung von diesem Importer zum Beispiel. Und ja, müssen wir mal schauen. So, hier haben wir jetzt Vorderachsen, Hinterachsen, Antriebswellen, Fahrgestell, Benzintank, Überrollkäfig. Da brauchen wir ja alles nichts extra. Das sind alles so die Standardsachen, die wir da brauchen. Da ist nichts Spezielles, was unbedingt groß zwischengelagert werden muss. Allerdings geht es dann, Motorhaube ist auch nichts, beim Dach vielleicht, Heckklappe, Stoßstange, hintere Stoßstange, Zierleisten, Kotflügel, aber hier unten nichts, was ich lagern muss in dem Bereich. Gar nichts. Zeig mir mal nochmal den, ups, den Bereich. Naja, in dem Bereich ist ja nicht so viel. Da ist ja nichts, was unbedingt zwischengelagert werden müsste. Da oben ist allerdings eine ganze Menge, was zwischengelagert werden müsste. Dann machen wir das anders, dann tun wir hier 3 Lager anschließen und nehmen hier unten ein Lager weg. So, Förderleitung. Wieder verbinden hier alles. So, haben wir da oben 3 Lager, hier unten nur ein Lager. So. Das eine Lager, das werden wir jetzt so ein bisschen hier, ja, machen wir ein bisschen Lack rein und sinnlose Sachen, in Anführungsstrichen. Ein bisschen Lack drin lagern. So 6-mal Lack oder so. Was können wir denn noch drin lagern? Achsen brauchen wir eigentlich nicht. Antriebswellen, Fahrgestell, Benzintanks, Überrollkäfig. Es lohnt sich alles nichts, das dort zu lagern groß. Aktuell zumindest nicht. Und weil das bis zur Zierleiste geht, das geht das Lager ja nicht. Gut, dann lassen wir es halt erstmal so. So, die anderen Lager allerdings, die sind, die haben natürlich ein bisschen mehr. Die fangen ja, die haben ja das hier mit integriert. Das will ich mal gleich schon mal hier auf eine extra Verbindung noch mal schaffen. Die kürzere Wege haben, jedenfalls. So, haben wir die Antriebsmontage, aber natürlich nur den Motor. Okay, den müssen wir nicht unbedingt zwischenlagern. Kühler, wollen wir nicht zwischenlagern, Auspuff müssen wir nicht zwischenlagern. Bremsen, hier will ich allerdings was zwischenlagern, und zwar Bremsen, Sensoren und Servos. Kopiere von Slot Bremsen. So, aber nicht so viele. Bremsen kann er mir, braucht er 4 pro Auto, dann soll er 8 zwischenlagern. Noch 12. 12 Servos, Master 6 Sensoren, kann er ruhig auch 6 machen, ist okay. So, wie viel braucht er denn jeweils? Einen, na gut, dann braucht er nicht so viele Zwischenlager. Mal erstmal 4. So, gucken wir mal weiter. Das heißt bei Bremsen, bei Felgen haben wir gerade eh noch nichts. So, hier bräuchte man wieder Sensoren für die Reifen. Da machen wir also nochmal 4 jetzt drauf, wegen den Reifen. So, dann geht es weiter hier hinten. Allerdings werden die Sachen teilweise auch von woanders gespeist. Lenkrad wird ja von woanders gespeist. Mal gucken, ob wir nochmal ein Lager für den Strang hier irgendwo aufstellen. So, dann haben wir. Er hängt da dran. Die Sitzmontage hängt aber da dran. Seht ihr? Sitzmontage. Da brauchen wir wieder Servos. Wir haben jetzt hier 20, 24.
Immer das vordere Lager bitte. Von der Sitzmontage bitte. Wo ist sie? Da, Sitzmontage. Sitze brauchst du gar nicht bunkern, aber Servos kannst du mal zwischenlagern. Okay. Dann kannst du ruhig ein paar mehr zwischenlagern. Ist okay. So, Hupe läuft da drüben. Lenksäulenmontage läuft hier mit dran. Klimaanlagen hängen mit dran. Armaturenbrett hängt mit dran. Airbags. Dann kann man noch ein paar Airbags zwischenlagern. Oder Auto 12 Airbags zwischenlagern. So, und für die Elektronik, da haben wir eh noch nichts, was er lagern müsste. Ja, dann war es das erstmal schon. Und dann schmeißen wir die Anlage jetzt an und dann schauen wir mal, was passiert. So, wir lassen es laufen. Dinge liegen, alle melden sofort. Ungenügende Ressourcen. Aber die Importer fangen jetzt sofort an, hier zu liefern, wie bekloppt. Ihr seht es ja, Ding, es wird erstmal hier alles bestellt an Mass. Ja, das ist natürlich hier erstmal Statistik. Warte auf Ressourcen. Ja, ich muss natürlich erstmal die ganzen Lager auffüllen überall. Das kostet natürlich nochmal gut Geld, aber das wird dann schon. So, wir haben 48 Autos immer noch hier im Shop zum Verkauf stehend. Einer mit Schiebedach ist drin. Einer immerhin. Wow. Ja, alle ohne Schiebedach, die hier stehen. Man will natürlich unbedingt jetzt ein Auto mit Schiebedach haben. So, die ersten Autos werden produziert hier unten. Seht schon, geht's schon los. Die Kette beginnt quasi wieder. Ja, seht ihr, geht los. Produzieren wir wieder. Aber jetzt haben wir es sehr effizient, glaube ich, vom Platzverhältnis her. Mal gucken. Wie das so vom Platzverhältnis jetzt ist. Wir beobachten das Ganze jetzt natürlich erstmal. Aus der Ferne. So haben wir ja alles ein bisschen im Blick. Verbrauchen aktuell noch deutlich weniger Strom als vorher. Also klar, ist die Hälfte läuft ja noch nicht, die Hälfte der Anlagen. Ich wollte hier noch ein Lager machen, ein Zwischenlager. Ich will hier noch ein Zwischenlager haben. Für die Lampen, die Beleuchtung. Und hier für die Frontscheiben könnte man es auch machen. Also ich brauche hier Sensoren, Servos, normales Licht, Directional Lights. Ein paar Servos werden auch nicht schaden. Also gut, also ich brauche auf jeden Fall, also das ist jetzt einmal hier von der, was war das hier? Frontscheibenmontage. Frontscheibenmontage. Nee, nach Slot hinzufügen. Frontscheibenmontage. Windschutzscheiben brauchen wir natürlich nicht lagern. Das, obwohl, also kann ja so 4 Stück lagern. Servos 12. Ja, Sensoren auch 12. Obwohl, nee, machen wir ein bisschen weniger. Nochmal 8. Und 8 sind 16, sind 20, haben wir noch 16 frei, ne? Ja. 16 haben wir noch frei. Da will ich, dass er 8, ach Gott, 8 mit normalem Licht macht, von Slot kopieren. Das ist jetzt hier die Scheinwerfermontage. Scheinwerfermontage. Ach so, das hat die Arme wieder rausgenommen, natürlich clever, ja. Ach, ist das blöd gemacht wieder. Gut, also nochmal von der Frontscheibe.
So, Scheiben haben wir gesagt, kann er 4 Stück lagern. Und davon jeweils 8. So, jetzt wollen wir noch, dass er Licht macht. Also einmal das normale Licht. Und einmal das Directional Light. So. Jeweils 8 Stück. So. 8, 8, 8, 8 sind 32 plus 4 sind 36. Passt. Gut. Und weiter. So. Kann ja mal das Lager da voll machen noch. Da ist eh wahnsinnig viel bestellt. Wir zoomen wieder ein Stück raus. Dann können wir das wieder beobachten, was hier so abgeht. Von oben zumindest. Hier ist ein Bio. Hier ist ein auch ein Bio. Da ist ein Simu. Da ist ein Simu. Da ist ein Eis. MS, das ist das Eis OS, ne? Ja, so gut. So, ihr seht, die Produktion läuft an. So langsam fährt es ja hoch. Hier ist in Betrieb Balken. Muss natürlich jetzt erstmal hochfahren. Klar, ne? Wir haben natürlich wahnsinnig viel Geld ausgegeben, wenn man guckt hier, ja. Ausgaben, hier Kapitalanlage, ganz viel für die Firma ausgegeben. Aber es muss ja auch mal sein, man muss ja mal ein bisschen hier, ne, modernisieren quasi, platzsparend arbeiten. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Produktionsstraße aufgestellt. Sehr platzsparend. Denke ich, hoffe ich. So gut wie fast keine Leerflächen. Wir haben hier ein Quadrat, also eine Fläche, hier eine Fläche, hier eine Fläche. Und ja, so ein paar kleine Randflächen hier, wie hier die zwei, hier so ein 4 nochmal, da nochmal einer. Aber ansonsten haben wir hier keine weiteren leeren Flächen. Finde ich gut. Geht aktuell auch wahnsinnig schnell durch die Trocknung durch. Aktuell staut sich nicht irgendwo, aber ich noch hier. Die Dachmontage ist zu langsam. Da hauen wir einen Roboter rauf. So. Ist die ein bisschen schneller. Hier fehlen Ressourcen. Was fehlt denn da? Servus. Fehlen schon wieder Ressourcen. Fehlen schon wieder Servus. Stellen wir hier nochmal ein Lager auf. Von Slot kopieren. Was ist denn das für ein Slot hier? Türverkleidung Montage. Türverkleidung Montage. So. Türverkleidungen selbst. Gut, da kannst du von mir aus also 4 Stück. Sensoren. 8 und Chips bitte auch 8. Danke. Kann er hier ein bisschen was zwischenlagern? Gucken wir uns nochmal die Förderleitung an, dass wir hier von da aus auch sehr schnell dahin kommen, wo wir hin müssen. So. Oder dann nämlich einen direkten Weg, wo sich die Servus dann gleich wiederholen kann, wenn er sie braucht. So, gucken wir mal wieder rüber, ob alles läuft. Wenn es irgendwo hakt, dann können wir immer noch Abhilfe schaffen. Immer wieder warte auf Ressourcen. Er hat keine Türen auf Lager. Er hat sich viel zu viele andere Sachen reingeschmissen. Er braucht 4 Türen jedes Mal. Dann machen wir hier 8 aus dem Lager draus. Erhöhe das mal bitte auf 8. Dass die schneller nachgeliefert werden können. Ja, ihr seht ja, wie es hier aussieht. Und der hat recht wenig zu tun hier unten. Der hat recht viel zu tun, weil die ganze Karosserie, fast die ganze Karosseriestrang drin hat, obwohl ne, den ganzen nicht, nur die Hälfte. Ah, hat jetzt hier oben noch mit drin, ne? Hier ein bisschen. Ja. Muss er halt durch.
Das soll schon schaffen werden. So, das erste Auto nähert sich schon langsam wieder. Ist jetzt schon bei der Klimaanlage. Nee, bei Armaturenbrett. Klimaanlage schon vorbei. Jetzt geht es dann in die Elektronik. Wo noch nichts ist, was man machen könnte, aber. Wir haben ein paar Autos wieder verkauft, stelle ich fest. Guck mal. Die Zentralverlegung ist ja auch schon. Na. Universalmerkmal fehlt. Installiert, Schiebedach, Schiebedach. Ja, ja, immer ein Schiebedach. Automatische Scheibenwischer werden beim. Achso, sind da nur installiert halt, ja. Ja. Ja, zukünftig überall. Kriegen ja alle ein Schiebedach. Zukünftig hier. Na ja, gut, aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Deswegen sehen wir uns morgen nochmal wieder und dann. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was machen können hier, aber viele wahrscheinlich nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Ihr seht, es läuft ja. Wer hängt denn jetzt hier? Wo hängt's denn jetzt? Hier hängt's. Hier hängt's? Echt? Nee. Ich wollte gerade sagen, da hängt's doch gar nicht. Gut. Aber wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.